Mist, ey, was mache ich für ein Videothema? Anuschka, was soll ich für ein Videothema machen? Tobi, es ist mir egal, was du für Zeichenvideos machst. Es ist dein verdammter Kanal. Kümmere dich gefälligst um deine eigenen Ideen, du geistiger Zwerg. Na, vielen Dank auch. Obwohl, das ist gar nicht so blöd. Heute geht es um Zwerge. Ja, das Elektrogerät, dessen Namen ich hier aus werberechtlichen Gründen nicht genannt habe, hat uns den Tipp gegeben, was wir heute machen. Wir zeichnen Zwerge und auch ein paar von euch hatten den Wunsch und ich komme dem natürlich gerne nach. Ja, gleich zu Anfang, Zwerge sind nicht nur kleiner, sondern haben auch leicht andere Proportionen. Comicfiguren sind meist ungefähr 6 Köpfe groß, das heißt so groß wie der Kopf ist 6-mal, so groß ist ungefähr die Figur. Bei Zwergen mache ich das anders, da mache ich die Figur 3 Köpfe hoch. Ihr seht das hier. Das ist so ungefähr, da sind die Proportionen ein bisschen verschoben. Dadurch wirkt die Figur gedrungener und kleiner und das passt natürlich, weil wir hier Zwerge machen wollen. Ich habe jetzt schon mal angefangen, den Kopf zu zeichnen. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. So, also einfach ein ganz normaler Kopf. Und ja, auch der Körper wird relativ einfach gehalten. Das ist jetzt nichts weiter Außergewöhnliches, weil bei Zwergen kommt es auf andere Details an und das machen wir gleich. Also ich habe jetzt mal die Füße skizziert, der Zwerg ist halt von vorne und jetzt kommen mir noch die Beine dran und da werde ich auch gleich nochmal so ein bisschen dran rumschrauben, damit es mir so gefällt, wie ich es dann gerne haben möchte. Also wirklich nicht kompliziert. So, was fehlt uns jetzt hier noch? Irgendwie fehlt mir hier noch so die Gürtelschnalle, die ich jetzt hier mache. Zwerge haben bei mir gerne mal einen Gürtel und ich habe den hier etwas weiter nach oben gesetzt, also überhalb der Hosennaht. Die ziehe ich aber einfach gleich nach oben und dann ist das alles gar kein Problem. Deswegen zeichnen wir ja vor. So, und auch der Gürtel ist relativ einfach gemacht. So, und dann ziehe ich das hier ein bisschen hoch. Und ja, dann haben wir hier schon unseren Gürtel skizziert und jetzt könnte ich vielleicht nochmal Arme machen. Ich glaube, mit Armen sieht der etwas besser aus. So, die lasse ich jetzt einfach mal runterbaumeln. So, ganz einfach. Und jetzt geht's weiter. Ich ziehe dem Zwergchen Hemd an und das Hemd ist unter dem Gürtel. Also der Gürtel ist quasi drüber und ich habe das hier so ein bisschen nach außen gewölbt gemacht, damit es so ein bisschen so eine leichte Kittelstruktur hat, Kittelform hat und ja, ich denke, das kann man so machen. So, aber das ganz Entscheidende bei einem Zwerg ist, das haben irgendwie alle Zwerge, ich weiß nicht warum, einen Hut bzw. eine Mütze. Und die habe ich jetzt einfach nachgezogen, dem Kopf nach, also schön der Kopfform angepasst. Und dann nach hinten läuft das Ding eben spitz zu. Wer will, kann da nach hinten noch einen Bommel drauf machen. Das werden wir dann sehen, ob ich da noch Bock drauf habe oder nicht. Was Zwerge auch immer ganz oft haben, das ist ein Bart und nicht irgendein Bart, sondern relativ häufig ist es bei Zwergen so, dass der Bart unter dem Kinn sitzt und dann sehr voluminös ist. Das habe ich jetzt hier mal angedeutet und dann zeichne ich hier nochmal den Mund rein. So, und dann kann ich hier noch meine Augenbrauen machen, wenn ich das möchte. Und ja, bin der Meinung, das ist schon mal so eine grobe Vorzeichnung und jetzt ziehe ich unseren Zwerg nochmal mit meinem Feinliner nach und mache quasi die Reinzeichnung. So, ihr seht hier den Bart, den ich mache, der wird etwas gezackt und ist wirklich nur unten am Kinn dran. Und hier oben kommt dann die Mütze drauf. So, erstmal die Ohren nochmal. So. Und dann kann ich hier oben den Teil der Mütze machen und ziehe das hier auch so nach. Warum Zwerge immer diese Mützen tragen, kann ich nicht beurteilen. Aber ist halt so, machen wir. Und damit ist der Zwerg auch für jeden dann wirklich erkennbar. So, auch hier die Gürtelschnalle ist sehr einfach. Und auch den Rest des Gürtels, da mache ich jetzt nicht viel Krams drumherum, sondern halt es ganz, ganz simpel. So, und jetzt ziehe ich das hier nochmal nach. Das Oberteil nochmal nach. So, Arme. Und dann sind wir auch schon fast durch.
Ihr könnt natürlich euren Zwerg auch ganz anders anziehen. Guckt euch mal irgendwelche Beispielzwerge an, was ihr so seht. Vielleicht Gartenzwerge in der Nachbarschaft oder von bekannten Filmen. Da gibt es ja auch einiges. Und dann ja, schaut mal, wie euer Zwerg aussehen kann. Der kann natürlich jetzt Werkzeug in die Hand bekommen oder was auch immer. Das sind Details, ja, die könnt ihr dann so reinbauen. Je nachdem, wo euer Zwerg lebt, was der so macht und so weiter und so fort. Ja, ich würde euch ganz gerne nochmal einen zweiten Zwergenkopf zeichnen. Also erstmal nur den Kopf, so. Ein bisschen leicht im Profil, so. Und jetzt mache ich ihm erstmal große Augen, große Nase. Ihr könnt natürlich auch kleine Augen machen, das ist gar kein Ding. Ich werde euch zum Schluss nochmal ein paar andere Varianten in Zwergenmanier zeigen. Dann könnt ihr mal gucken, was da noch so geht. Und dann probiert ihr einfach mal aus, worauf ihr Lust habt. So, das sind jetzt die Augen. Jetzt mache ich, das ist hier die Kugel, und ich werde jetzt den Kopf etwas kantiger machen. Und zwar gehe ich dann hier so ein bisschen nach außen weg, nach rechts. Und ziehe den Kopf etwas höher. Das heißt, unsere Kugel, die wir gemacht haben, ist ja nur unsere Basis, damit wir wissen, woran wir sind. Thema Köpfe übrigens gibt es ein Video zu. Das verlinke ich euch gerne nochmal am Ende des Videos. Und hier habe ich jetzt mal das Ohr spitz gemacht, wie ihr gesehen habt. Und baue jetzt auch hier wieder den Bart unten dran. So. Ob Zwerge jetzt nur spitze Ohren haben oder nicht, ob das dann Richtung Kobold geht, ja, das könnt ihr frei entscheiden. Ich mache den jetzt hier mal mit spitzen Ohren. Wenn er jetzt einen Zylinder aufkriegen würde, dann hätten wir auch schon so einen irischen Kobold. Ja, das kann man auch machen. Also habt ihr gleich nochmal was gelernt. Ich mache das jetzt aber hier wieder mit einer typischen Zwergenmütze. So, gibt mir jetzt nochmal ein schönes Lächeln. Mit hier einzelnen Zähnen angedeutet. So einfach als kleine U's. Und dann, ja, mache ich hier den Mund. Baue nochmal eine kleine Zunge rein. Und jo, dann habe ich hier, glaube ich, alles. Also das Ohr, das mache ich dann nochmal ran. Alles, jo, was ein Zwergenkopf so braucht, aus meiner Sicht. Und dann kann man das Ganze auch schon fertig zeichnen. So. Die Augenbrauen. Und einfach alles nachziehen. Ja, ich sage ja immer ganz gerne, ich halte mich nicht direkt an meine vorgezeichneten Linien, sondern so ganz grob, weil es wirklich am allerwichtigsten ist, dass ihr einen schönen flüssigen Strich habt und nicht direkt auf der Linie zeichnet. Ein flüssiger Strich ist wesentlich mehr wert, als genau sich an die Vorgabe zu halten, weil sonst wird es zackelig und kruckelig und das ist halt nicht so schön, sondern es ist immer besser, wenn man einfach ja, mit einem lockeren Handgelenk drauf loskrickelt. So. Und das ist jetzt hier unser Zwergenkopf, ein paar Strukturen rein und damit ist das ganze Ding auch schon fertig. Ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, male ich jetzt einfach nochmal drauf los, weil Zwerge sind ja fast immer männlich, komischerweise. Es geht natürlich auch, dass er weibliche Zwerge macht und die sind natürlich ganz genauso wie die männlichen Kollegen. Außer, dass sie einen Bart haben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil das wird es dann schwierig machen, wenn ihr eine Zwergenfrau mit Bart macht, dass man dann überlegt, was ist das denn Seltsames? Weil es nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist. Natürlich könnt ihr das auch machen, wenn ihr das wollt. Ist ja euer Zwerg. Ich mache es jetzt mal ohne. Und auch Schlumpfine hat ja keinen Bart getragen. Wobei bei den Schlümpfen ist jetzt ein blödes Beispiel. Auch, glaube ich, nur Papa Schlumpfen einen Bart hatte und auch ein Zwerg ist. Wobei, Schlümpfe sind Zwerge? Sind Schlümpfe Zwerge oder sind Schlümpfe Schlümpfe? Ich vermute mal, Schlümpfe sind Schlümpfe. Aber da wollen wir uns jetzt nicht zu weit hier raushängen, sondern wir wollen hier unsere eigenen Sachen machen. Ich habe jetzt hier einen relativ großen Fuß übrigens gemacht. Und der könnte sich so ein bisschen mit dem Kleid beißen, der Zwergen. Aber das ändern wir gleich. Die Dame kriegt noch eine ordentliche Matte und dann ist er auch schon fertig. So, ich mache das bei weiblichen Figuren immer ganz gerne, dass ich den Augenbrauen, Wimpern mache. Das mache ich bei meinen männlichen Figuren nicht. Und auch manchmal noch ein bisschen Lippenstift andeute, also vollere Lippen, damit es einfach so ein bisschen weiblicher aussieht. So, hier natürlich noch überall Haare, die aus der Mütze rausgucken. So. Und jetzt mache ich hier eben den Mund und deute hier ganz leicht die Lippen an. Und dann geht es hier auch schon weiter. Ich mache noch so eine kleine Rüsche dran an den Ärmel. So,
Und dann mache ich eben hier so ein leichtes Kleid. Und ihr habt gesehen, das passt nicht so ganz mit dem Fuß. Und deswegen mache ich den Fuß einfach ein bisschen kleiner, weil ich das Oberteil nicht anschneiden möchte. So, jetzt fehlen ja noch die Haare. Jetzt mache ich hier noch die Hand. So, Dame winkt uns freundlich zu. So, und dann könnte ich hier noch so eine Kordel um den Bauch machen. Das wird jetzt kein Gürtel, sondern einfach nur so ein Bindfaden oder sowas. Dann mache ich hier noch die Haare und bin fertig. Wer aufgepasst hat, wird festgestellt haben, ich habe die Rüschen an dem anderen Arm vergessen, aber das muss ja keiner wissen. Ja, jetzt nochmal ganz fix einfach hingekrickelt, ein paar Figuren, ein paar Köpfe von Zwergen, wie ihr sie auch machen könnt. Probiert euch da einfach mal aus, was geht. Ich mache dem Zwerg zum Beispiel jetzt hier einen ziemlich dichten langen Bart, der eben nicht nur unten am Kinn ist, sondern komplett über das ganze Gesicht, über den ganzen Mund. Und der ist auch ein bisschen grimmig. Also es gibt natürlich auch schlecht gelaunte Zwerge mit den Augenbrauen, die nach innen weggeklappt sind und einfach einen grimmig guckenden Mund. Und jetzt mache ich hier den Bart noch ein bisschen dichter. Ich verzichte jetzt hier mal auf die Struktur, auf das Nachzeichnen mit Feinliner, sondern einfach hier mal eine schnelle Bleistiftskizze. Und wer es ganz einfach haben will, der macht einfach eine kleine Nase, zwei kleine schwarze Augen, setzt oben die Mütze drauf auf die Kugel, baut noch ein Ohr dran und damit ist dann schon mal eine wirklich einfache Zwergenvariante fertig, auch recht freundlich, ganz, ganz simpel und dann habt ihr ein paar Zwergenköpfe jetzt gesehen und ihr könnt jetzt mal testen, ob ihr Lust habt, Zwerge zu machen, ob das in euer Konzept passt. Wer weiß, Zwerge braucht man immer mal, die irgendwo gerade im Wald oder sowas vorkommen. Und dann ist es ganz, ganz nett, wenn man weiß, wie es geht. Und ich hoffe, ihr wisst das jetzt und zeichnet eure eigenen Zwerge. Wenn ihr Wünsche habt für kommende Themen, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare und dann setze ich das um. Wenn ihr Fragen habt oder so, dann natürlich immer her damit und ich versuche sie zu beantworten. Ja, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns beim nächsten Video. Stift raus, Zettel raus, auf geht's, losgezeichnet. Bis bald, euer Tobi. Ciao, ciao. Ihr seid ja immer noch da. Ihr könnt Wurfwurfzeichnen gar nicht genug kriegen, oder? Wisst ihr, was ihr mich könnt? Ihr könnt mich abonnieren, ganz genau. Denn wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge und werdet so immer besser in Sachen Zeichnen. Also lasst ein Abo da, ich freue mich und ihr habt auch noch was davon. Und wenn ihr jetzt gleich loszeichnen wollt, gar kein Problem, klickt euch einfach durch eines meiner vielen Videos und dann könnt ihr gleich loslegen. Ihr könnt natürlich auch meine Homepage besuchen oder besucht mich auf Facebook oder Instagram, alles